Sehr innovativ, anregend und gibt einem viel zu denken, wie man die Sachen weiterentwickeln könnte. Sehr produktiv, viele neue Ideen, viele Inputs und man hat Lust, einfach weiter zu diskutieren. Die Jury haben Sie mit Ihrer Idee allemal und sofort begeistert. Sie gehören nämlich zu den 52 besten Ideen, die als Preisträger des Wettbewerbs ausgewählt wurden. Ihr Engagement, Ihre Bildungsidee, sie überzeugt durch enge Vernetzung von verschiedenen Akteuren, durch Ihren Vorbildcharakter und Ihre Nachhaltigkeit. Ich freue mich sehr, dieses Engagement mit der Auszeichnung heute sichtbar machen zu können. Ich möchte mit Ihnen also die Frage diskutieren, ob man Geschichte spielen kann. Das ist so wunderbar überschrieben, auch Fluch oder Segen, was schon wieder eine bestimmte Richtung vorgibt. Und auf die Frage, kann man das nun oder kann man es nicht, würde ich Ihnen die klare Wissenschaftlerantwort geben, ja und nein. Das werde ich gleich ausführen. Mein wesentliches Anliegen ist erstmal die Geschichte, die Computerspiele und die Vermittlung von Geschichte, was das denn ist, müssen wir gleich diskutieren, ernst zu nehmen. Das ist nämlich was mit echten Mauern und echten Dokumenten und vielleicht ein bisschen so etwas, was von außen ein bisschen nach Opas Geschichtsunterricht aussieht. Wir versuchen aber eben auch mit ganz vielen dieser Herausforderungen, die Sie vorhin genannt haben, umzugehen. Und ich mache das auch aus einer großen Überzeugung heraus, weil sowas wie ein Schlachtfeld auf deutschem Boden ist natürlich, das sieht die Neonazis an wie die Scheiße, die fliegen. Und die nehmen das für sich ein bisschen so als Erinnerungsort oder wollen das erobern. Und deswegen muss man da ganz konstruktiv gegenarbeiten und das ist ein Versuch. Und habe mit Schulklassen pädagogische Konzepte entwickelt. Also die haben wir eingeladen, an die Uni zu kommen. Und habe Interviews mit ihnen ausprobiert und Methoden ausprobiert. Wie entwickelt sich die Förderlandschaft? Also was für Veränderungen kommen da für die Projekte zu? Und welche Fördertöpfe bzw. welche Stiftungen, welche öffentliche Programme und so weiter es gibt, die werden da behandelt. Also das Anne-Frank-Zentrum ist quasi so die, ja, die Partnerorganisation für die vielen Partner, die wir in den einzelnen Projektorten haben. Also es findet an drei Orten in Ostdeutschland statt und wir, ja, haben pädagogische Handreichung entwickelt. Bei Lernen aus der Geschichte, wir haben es 12 Jahre hingekriegt, aber dann ab nächstes Jahr wird es dann schwieriger, also zumindest im Gesamten zu fördern. Bei deiner Geschichte 4 Jahre ist ja auch schon gar nicht schlecht, aber die meisten Projekte gehen halt eben nur 2 bis 3 Jahre und dass das einfach ein großes Problem ist für die Nachhaltigkeit und für die ganze Projektelandschaft und dass dadurch Wissen, was daraus entsteht, einfach nicht langfristig irgendwie auch sich manifestiert. Wir leben ja nach wie vor in Ländern, wo es Schulpflicht gibt und damit ist Schule angeordnet. Wir können mit Polizei abgeholt werden, um die Schulpflicht zu erfüllen. Und in solchen Situationen gilt es eine besondere Sorgfalt, um demokratische Aspekte zu führen. Um demokratische Aspekte zu führen, die im Unterricht eingebracht werden, im Hinblick auf Interpretationen. Und da kann man wirklich nur die politische Bildung sehr stark hereinholen mit dem Beutelsbacher Konsens. Denken Sie daran, alles, was in der Gesellschaft und in Wissenschaft kontrovers ist, muss auch im Klassenzimmer kontrovers erscheinen. Leider gibt es ganz viele Menschen, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die glauben, sie könnten die Probleme einer Republik im Klassenzimmer lösen.